Oh, und damit herzlich willkommen zur vierten Mission im edlen Burgpfad. Biskupin erwartet uns und möchte von uns gestürmt werden oder verteidigt werden, wir werden sehen, aber eigentlich, wenn wir so nacheinander machen, müssten wir jetzt wieder mit Angreifen dran sein. Biskupin war eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der polnischen Geschichte. Sie wurde in den 1903er Jahren von einem Lehrer entdeckt, als der Wasserspiegel des Biskupinsees sank und dabei scharfe hölzerne Objekte freilegte. Dabei handelte es sich um eine hölzerne Siedlung, die 2700 Jahre zurückreichte, etwa zur gleichen Zeit wie die Gründung Roms. Biskupin, ja doch in etwa, 753 war ja vor Christus Gründung Roms. Biskupin ist von einem 6 Meter hohen Wall umgeben, dessen einziges Tor sich im südwestlichen Teil befindet. Man schätzt, dass hier einst zwischen 800 und 1000 Menschen lebten. Okay, alles klar. Ermordet den gegnerischen Burgherrn. Okay, das ist eine Holzburg. Um es etwas nett zu formulieren. Ich meine, ja, wir haben schon Schlimmeres gesehen, sagen wir es mal so. Aber das ist jetzt auch nicht wieder... Die Map an sich ist ganz nett gemacht, vor allem das, wie es am Meer liegt. Aber ja, das größte Problem, was Firefly hat, ist einfach, dass so viele richtig gute Karten einfach aus Community Hunt schon reingeflossen sind, dass es richtig schwer fällt, dass die noch irgendwie beeindrucken in der Hinsicht. Naja, gut. Biskupin und so. Dann, was haben wir denn überhaupt zum Angreifen? Ihr könnt auf uns zählen. 49 Bogenschützen, sehr viele leichte Truppen. Das ist mal eine Burg, die wir wahrscheinlich wirklich klasse stürmen können. Ah, die haben Kohlepfannen. Kohle, aber wir haben sehr viele Bogenschützen. Wir könnten das meiste hier wahrscheinlich sogar wegschotten, oder? Allzeit bereit. Visiere an. Nope. Rücken aus. So blöd es klingt, aber vom Sumpf würde ich mich sicherer fühlen, anzugreifen. Sind auf dem Weg. Womit als von dem Pfad, wo ich hier Brennbrenn ins Gesicht bekomme. Ja. In Bewegung. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Aber jetzt haben wir tatsächlich die erste polnische Burg, quasi. Wohin kommt doch, ist doch nicht ganz fürs Finale aufgehoben, kommt ein bisschen früher. Bereit. Ach, guck mal einer an. Da kommen ja welche raus. Ja, wisst ihr was, dann kommt mal Rücken ran. Aus. Kommen sie rein, kommen sie ran. Hier werden sie genauso beschossen wie nebenan. Mein Bogen ist euer. Nutzt dich den Sumpf mal zu meinem Vorteil. Nice. Wir müssen nur den Burgkern aussehen. Hier könnte wirklich überall rein prinzipiell Feuer angezündet werden. Ich will nicht. Bin zur Stelle. Okay, aber ich würde gerne... Interessant, wie die Burg eingesetzt... Das ist natürlich ein interessantes Teil, wie die Burg im Sumpf steht sogar. Ich nenne es mal Burgpfad. Ne, edler Pfad ist es ja. Was ihn edel macht? Ich weiß es nicht. Und Speicher. Zeit bereit. Womit kann ich dienen? So, kommt mal ran, jetzt stürmen wir das Ding mal. Hier wird ja wohl kein Pech angehen im Sumpf. Dafür werde ich verlangsamt, ja, das ist natürlich doof. Aber hier kann ich schon mal nicht brennen. Das finde ich einen sehr großen Vorteil gegenüber Angriffswegen, bei denen man brennt. Ich möchte hier bitte rein, danke. Gibt es immer noch mehr als genug Wege, mich anzuzünden, leider. Das mag ich nicht. Wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Einmal rüber, bitte. Nicht durch den offensichtlichen Weg. Oh, na, genau sowas. Passiert dann eben.
euren Bogenschützen bereit. Ja, bitte. Wir rücken aus. Deswegen können wir keine netten Dinge haben. Okay, so viel mehr kann da wohl hoffentlich nicht mehr sein. Ich weiß, berühmte letzte Worte und so. Macht mal auf, bitte. Jetzt ist die Frage. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Ist hier noch irgendwo Pech? Ja, bitte. Ja, Herr. Haben wir eigentlich noch Pikiniere gehabt? Ja, Tatsache. Die habe ich gar nicht mitgeschickt. Mein Herr, ihr könnt auf uns zählen. Oha! War das schon immer so? Das ist ja clever. Jetzt zieht alle seine Truppen zusammen. Jetzt steht und fällt alles damit, ob er hier nochmal was anzünden kann. Weil ansonsten ist das jetzt echt eklig. Ich krieg die ansonsten nicht gescheit weg. Ich muss jetzt hier richtig gut knubbeln. Beim Hochkommen. Aber interessant, dass er alle zum Bergfried hochzieht, alle Truppen, wenn es eng wird. Ist das ein neues Skript oder war das damals schon? Ich habe das nie bemerkt. Okay. Das war Biskupin war es. Alles klar. Ach, Marimba, die gibt's doch ebenfalls. Moment mal, damit ich mal ganz kurz, ein ganz kurzer Sneak Peek. Marienburg. Ah, da ist es. Ist die Marienburg? Ich bin mir gerade unsicher, ob die dabei war oder nicht. Werden wir sehen. Ja, nee, hier. Bei Monterigoni. Die gibt's im Edlen Pfad auch. Die gibt's auf jeden Fall im Original. Das weiß ich noch. Marienburg wahrscheinlich doch nicht. Okay, dann habe ich mich anders erinnert. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Marienburg. Bis dahin. Bye-bye.